Hold up. Schön ausgeschlafen nach der wundervollen Hochzeitsfeier gestern. Richtig, richtig gut. Bin jetzt schon den ganzen Vormittag hier am Schneiden. Gibt's einen kurzen Super-Duper-Snack. Ohne verwüstete Wohnung, wie immer. Nice. Hier alles voll mit Erde. Die Pflanze ist auch schon am Weinen. Aber uns geht's gut. Boah, ist eine Mammutnummer hier. Ich bin jetzt bei 13 Minuten im Video. Schneide seit 3 Stunden oder sowas. Bin immer noch nicht durch. Aber jetzt schnell erstmal unter die Dusche einpacken. Bam, geschafft, on point. Jetzt schnell zum Bahnhof. Oh, 14:12 passt. Wir haben es irgendwie verpeilt, denn das Ticket direkt am Bahnsteig da drüben zu holen. Dann sind wir hier und dann hast du noch eine Minute, sind wir zurück und haben den Zug verpasst. Das Ding ist durch. Hat jetzt insgesamt 4 Stunden oder sowas, glaube ich, gebraucht. Das Bild hätte auf jeden Fall schon krasses Thumbnail-Potenzial, das kann man jetzt schon mal sagen. Es geht nach Hamburg. Yay! Heutiges Outfit vor der Kamera vorführen. Ich habe jetzt ein wundervolles rotes Oberteil an. Geschmack ausgewählt. Ja, sieht wundervoll aus. Hast du eine lilane Schlabberhose und blaue Adidas-Botten. Zum Hamburger Meetup. Nur das Schönste, vom Feinsten das Feinste. Aber ich freue mich. Das ist jetzt das dritte Meetup in Hamburg, wo ich hier nicht wohne. Ich bin jetzt zum dritten Mal dabei. Sehr, sehr gut. Muss man den Sascha anrufen. Bin ich da bei der Feuerwehr rausgekommen gerade? Wunderbar, der Notfallort ist, wir haben Hunger. Hi! Hallo! Ja, wir haben gerade ein kurzes Intro-Video von diesem Meetup für Janas neuen Kanal gedreht, Ja. Der wann online geht. Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt musst du dich committen, jetzt gibt es keine Ausrede. Jetzt muss ich das genau sagen. Das kam so unerwartet. Ich sage, welches Datum ist heute? Ich habe keine Ahnung. 14. 13, 14. Nein, irgendwie Freitag sowas? War der 13. Heute okay. Ist der 15. Ja. Eine Woche. Eine Woche. Okay, nächste Woche Sonntag. Alles klar. Magst du kurz sagen, worum es geht? Wir haben mich gerade schon kurz gequatscht und ich finde halt die Idee sau interessant. Kannst du ja gerne noch mal kurz ausführen? Ja, also es wird, ich gehe ab November auf eine kleine Weltreise sozusagen für ein paar Jahre. 3 Jahre sind erstmal grob festgesetzt, ob dann mehr oder kleine weniger. Kleine Weltreise wird. Für ein paar Jahre. Ob es dann mehr oder weniger wird, das wird man dann sehen. Und ja, darum soll es auch in meinem Vlog gehen. Mhm. Ich werde die Vorbereitungen abfüllen, was ich so an Sparen, was ich an Geld zur Verfügung habe, ob Rucksack oder Koffer. Mhm. Und ja, und dann auch später das halt auch auf meine Reise mitnehmen. Und dokumentierst quasi von Beginn an, also im Prinzip von vor dem Beginn an. Und das ist halt voll interessant. Da kann halt jemand, keine Ahnung, der in einem Jahr deinen Channel entdeckt, wenn du schon viel on the road bist, zurückgehen und sagen so, wie hat die denn angefangen und wo geht die erste Reise hin und wie geht man mit all den Dingen um und so. Und vor allem gehe ich auch alleine als Frau, ist vielleicht auch nochmal ganz interessant für die einen oder anderen, dass ich das alles alleine gucke und mache und ja, euch da auf jeden Fall mitnehmen möchte. Wenn ich dir bedingt, dann würde ich sagen, du musst jetzt so schnell wie möglich anfangen. Ja, jetzt auf jeden Fall. Jetzt auf jeden Fall. Jetzt haben wir Anschlag drauf gegeben. Jetzt muss. Ich muss noch ganz kurz ein Update mit dir filmen, weil es ist ja jetzt schon, wie viele Episoden ist es her, dass wir uns auf Bali getroffen haben? Mann, das war vielleicht die 100.
Was ist das sogar noch? Bali warst du zumindest. Bali, oder sowas. In U-Boot. Auf jeden Fall ist es schon fast ein Jahr her oder ja. sowas. Und jetzt haben wir ihn zum ersten Mal wieder gesehen. Und du bist jetzt wieder zurück in Richtig, Deutschland. Aber siehst noch ein bisschen wie Bali aus. Die Bräune ist noch ein bisschen da. Voll gut. Wir kriegen jetzt eine Live-Hypnose-Demonstration. Okay. Udo wird gleich Kikeriki machen. Und machst du die beiden Finger auseinander, guckst genau dazwischen und es sind zwei Magnete, die sich anziehen, deine Finger, ja? Okay. Immer doller, immer doller. Die ziehen sich richtig an und dann kommt noch eine Schnur drumherum. Eine Schnur und die ziehen sich immer mehr an. Immer mehr an. Eine Schnur. Oh nee. Und wir gehen zusammen. Das ist schon Hypnose. Nachmittags komplett keinen Ton haben, weil das gute Mikro hier immer noch so gar nicht so ganz. Ich werde zum zweiten Mal drehen. Komm ruhig rein. Ja, das hat den kompletten Nachmittag einfach gar keinen Ton aufgenommen. Wegen Wasser- und Salzrückstände, keine Ahnung. Aber deswegen filme ich jetzt ohne. Mache den Content-Part einfach normal. Kein Problem, manchmal ist es ja beim zweiten Mal sogar noch mehr zum Punkt als beim ersten Mal. Und zwar, ich habe ja jetzt seit einigen Tagen schon die 30-Tage-Blinkist-Challenge am Laufen und natürlich fleißig jeden Tag immer eins gehört. Ich habe es jetzt nicht jeden Tag immer vorgestellt, weil ich ehrlich gesagt jetzt auch schon einige dabei hatte, die jetzt nicht so großartig waren, weil ich jetzt nicht so viel Neues rausgezogen habe. Und heute hatte ich mir All Marketers Are Liars von Seth Godin rausgepickt. Und Seth ist wirklich echt so einer meiner Lieblingsautoren. Immer wieder was Krasses am Start. Dieses Buch hat mich allerdings nicht so geflasht. Es geht darum, dass ja Authentizität das beste Marketing ist. Und ja, das ist halt eh so einer meiner Grundpfeiler. Von daher habe ich jetzt nicht so viel Neues rausgenommen. Und er hat einen Punkt gebracht und hat darüber gesprochen, über das Thema des ersten Eindrucks. Und man schafft einen möglichst guten ersten Eindruck zu bekommen oder zu erschaffen bei jemandem, der neu auf das stößt, was wir machen. Und dieses Thema hat mich dazu inspiriert, mal auch über dieses Thema zu sprechen, aber auf eine andere Art und Weise als in dem Buch und auf eine andere Art und Weise, als mit der ihr wahrscheinlich rechnen würdet. Und zwar, mir ist der erste Eindruck eigentlich gar nicht so wichtig. Und das, wenn ich mir jetzt sage, hey, warum? Aber wenn jemand nur auf die Seite kommt, dann wollen wir doch sofort den für das begeistern, was wir machen. Ja, klar, auf jeden Fall, natürlich. Aber wenn ich das nicht schaffe, dann ist es für mich völlig okay, weil ich immer mit so einem langfristigen Denken unterwegs bin, dass ich mir sage, so, hey, es ist mir gar nicht wichtig, dass der jetzt direkt beim ersten Mal auf meine Seite kommt und direkt ein Fan wird. Ich bin völlig okay, wenn es in Zukunft geschieht, weil ich mit dem langfristigen Denken dabei bin und weiß, dass ich über die nächsten Jahre mir so ein Standing in dieser Szene, in dieser Online-Business-Persönlichkeitsentwicklung, Lifestyle-Design, Social Media, in diesen ganzen Bereichen, in denen ich unterwegs bin, aufbauen werde, dass jemand, der ebenfalls sich für diese Themen interessiert, früher oder später gar nicht mehr drum herum kommt, als noch ein zweites, noch ein drittes, noch ein viertes, noch ein fünftes Mal auf das zu stoßen, was ich mache. Und ich dann nämlich hinten raus die Möglichkeit habe, jemanden, der beim ersten Mal noch nicht völlig begeistert war, trotzdem dafür für mich zu überzeugen. Und wenn wir das durchdrungen haben, dann nimmt das eine Menge Druck weg und dann müssen wir uns nicht mehr verrückt machen. Auf Teufel komm raus, jeden auf die Seite kommt direkt irgendwie von dem zu begeistern, was wir machen. Damit will ich natürlich jetzt nicht irgendwie dazu aufrufen, dass irgendwelchen Bullshit raushauen und denken, so, ja, könntest du in Zukunft immer noch besser machen. Natürlich jetzt im aktuellen Moment immer das Bestmögliche machen, aber eben auch wissen, dass wenn wir uns tagtäglich weiterentwickeln und das über Jahre tun, dann derjenige irgendwann es einfach unausweichlich wird, dass der nochmal auf das stößt, was wir machen und dann wir jemanden, der beim ersten Mal vielleicht einfach noch nicht Bock auf das Thema hat oder noch nicht irgendwie mit der Art und Weise, wie wir es präsentieren,
zusammenkommen konnte oder so. Ich kriege mal Nachrichten von Leuten, die sagen so, hey, am Anfang fand ich das gar nicht so geil, was du machst und jetzt finde ich das auch cool oder am Anfang war ich voll dabei und dann hat es nicht mehr so gepasst, dann habe ich 200 Episoden nicht geguckt und jetzt bin ich wieder dabei und es schwankt halt einfach. Leute sind nicht komplett die ganze Zeit irgendwie immer available für das, was wir machen und wenn es am Anfang eben noch nicht passt, ist das völlig okay. Solange wir über die nächsten Jahre uns in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, so einen krassen Stand aufbauen, dass derjenige gezwungen wird, nochmal über das rüber zu gucken, was wir machen, und wir dann die Möglichkeit haben, ihn von dem zu begeistern, was wir machen. In diesem Sinne, ich schneide jetzt mal kurz fertig, habe ich 2 Tomatenschuss in einem Tag geschnitten. Sau nice. Schöne Woche in Rom und in Lüneburg und in Hamburg, es hat so viel Spaß gemacht. Jetzt sind wir erstmal wieder back in good old Berlin. Die nächste Woche steht ganz im Zeichen der APC-Vorbereitung. Ich freue mich mega. Wir sehen uns morgen wieder. Schreibt mir mal Kommentare rein. Heute ist Wunschkiste. Was kann ich machen, damit dieser Kanal für euch noch größeren Value liefert? Was ist eine Sache, wo ihr sagt, so, oh, wenn Robert das machen würde, das würde ich richtig geil finden. Ich bin mal gespannt. Haut es mir mal rein. Ich werde natürlich nicht alles umsetzen können. Ich checke immer gegen, ob das für mich passt und so weiter. Ob das Dinge sind, die sich für mich gut anfühlen. Aber wenn ja, dann bin ich da sowas von bereit, den einen oder anderen Shift zu machen, um für euch den größtmöglichen Value zu schaffen. Ich bin so gespannt, was dabei rumkommt. Wir sehen uns morgen. Tschüss.